früh am Morgen vor der Küste von Lagos. Hier ist das Segelrevier von Rainer Klemm. Der Berliner bietet an der Algarve-Küste mit den bizarren Felsformationen Katamarantouren für Touristen an. Das Besondere generell am Segeln ist, dass du mit den Elementen spielst. Du spielst mit Wasser und Wind. Das sind grundlegende Elemente und die hat jeder Mensch in sich. Und wenn man einmal davon angesteckt wurde, dann spürt man, wie man eins ist mit Wind und Wasser. Und das Schöne hier speziell an Lagos ist eine unglaublich schöne Felslandschaft, eine unglaublich schöne Küste, die Algarve. 2 Stunden dauert die Tour mit seinem Katamaran heute. Dann geht es zurück in den Hafen von Lagos. Hier herrscht am Vormittag Hochbetrieb. Die Fischer sind gerade mit vollen Netzen zurückgekehrt. Oktopus, Riesenkrebs, Wolfsbarsch. Hinter dem Hafen beginnt die Altstadt von Lagos mit dem Forte da Ponta de Bandeira, den maurischen Kirchen und den schmalen Gassen. Beliebt ist bei den Touristen auch der portugiesische Wein. Dietmar Ochsenreiter wohnt das ganze Jahr auf einem Weingut in Mertola, einer Kleinstadt im Hinterland, 150 Kilometer östlich von Lagos. Er lädt regelmäßig zu Weinproben. Wir haben die größte Hitze im Sommer, die zur besten Reife führt. Deshalb haben wir schwere Weine, sehr prononciert, wie rote Waldbeeren. Und die haben sehr viel Farbe und sehr viel Charakter. Über 1000 Schafe grasen zwischen den Weinreben. So auch die Herde von Antonio Bahia. Seitdem er 14 Jahre alt ist, legt der Schäfer jeden Tag rund 40 Kilometer mit seinen Tieren zurück. Ich mache diesen Beruf, weil ich ihn mag. Ich habe zwar kein Wochenende und arbeite Tag und Nacht, aber dafür habe ich meine Freiheit. Und das gefällt mir. Das grüne Hinterland von Lagos lässt sich am besten mit dem Pferd erkunden. Linda Pulz führt hier seit 2 Jahren einen Reiterhof und bietet Reiterferien im Naturschutzgebiet Costa Vicentina, 30 Kilometer entfernt von Lagos, an. Die Deutsche mag besonders die Abgeschiedenheit. Wir gehen eigentlich ein paar Meter vom Hof weg, ist man im Naturschutzpark, keine Autos, alles Natur. Vielleicht läuft da mal ein Schaf über den Weg oder so, aber sonst eigentlich nichts. Und man kann halt ungestört kilometerweit reiten. 2 Stunden war sie heute mit ihren Schülern unterwegs. Kurz vor Sonnenuntergang geht es zurück. Den schönsten Blick auf den Sonnenuntergang bietet das nahegelegene Fischerdorf Salema. Die Rua dos Pescadores, die Straße der Fischer, ist die einzige Straße, die durch das kleine Dorf führt. Hier liegt auch das Restaurant Agua na Boca. Köchin Irene Castella ist bekannt für ihre einfachen, aber schmackhaften Fischgerichte. So gibt es heute Garnelen, Muscheln, Oktopus mit Kartoffeln. Unsere Küche schmeckt nach Meer, nach dem wilden Atlantik vor unserer Tür. Und ein Tag an der Algarve endet traditionell mit einer Meerestierplatte und einem Glas portugiesischen Wein.